über den Berg, Captain. Bei Ihnen alles klar? Und das Futter ist in Zeitung. Okay, darum habe ich eigentlich genug gemacht. Hey, Captain Blaskovic, die Treppe hoch! Ja, ja. Meine Fresse. Heilung hier irgendwo. Heilung hier. Uff. Nichts drin. Für das Ungewiss sehe ich es nicht. Verdammt. Wie schwer war der denn auszuschalten? Fantastisch. Ist da raus oder was? Schießen Sie! Na toll. Ich besorge uns einen Wagen! Ach, verdammt! Ich hab doch zwischendurch hoffentlich einen Checkpoint. Das wäre zu krass, jetzt vom Anfang an zu machen. Okay, hier. Willst du ihn hoch, oder? Ach ja, hier. Na toll. Na toll, Munition. Verbrauchen immer so viel Munition, die Russen. Meldung. Okay, Munition holen. Kommen Sie! Na los! Na los! Heilung. Sehr schön, ich bin wieder voll.
schon wieder das Hund nicht. Nicht mal gut. Haben wir schon mit. Okay. Das war's. Widerlich. Hier gibt's nichts mehr zu holen, war. Hey, Vorsicht! Hier waren wir schon, glaube ich. Jetzt haben wir ihn abgehängt. Schießen Sie! Ich besorge sein Wagen! Ah, das ist schlecht. Keine Munition mehr oder was? Ach, verarsch mich nicht. Diesmal ist er exakt am Visier. Verarsch mich nicht. Willkommen zurück. Limit erreicht. Das Bastard immer. Heilung. Munition. Mehr Heilung. Zeitung. Die Nutzung geht einmal von den unpassendsten Momenten aus. Gibt's einen, oh, ich wollte gerade sagen, hier gibt's einen Hund hier. Renn hier diesmal direkt durch. Als ob! Du willst mich doch vergeiern. Nennung. Als ob! Hier schon. Ich habe das Gefühl, ich werde schlechter.
Bite of Emmer. Alter, spinnst du Spiel? Was soll denn der Mist? Okay, nun die. Ich gehe oben lang. Meinung brauche ich gerade nichts. Schießen. Hier drüben, Sir! Der Motor läuft schon! Und rein hier. Schnell weg hier. Und los! Haben Sie einfach die Treppe hoch! Ich versuch ja. Ich hab keine Energie mehr. Ich hoffe, es gab einen Checkpoint. Sag nicht, ich hab da nur einen Schuss für. Gewitzt, loyal, hartnäckig. Ich habe keine. Warum habe ich keinen? Schneiden Sie auf, Captain. Ich habe wirklich nur den einen Schuss. Autorisierte Person, melden Sie sich augenblicklich bei den Behörden. Gib endlich Ruhe! Hier. Und dann schießen. Dass du da rausgekommen bist. Weiß jemand, wie man einen Wagen kurz schließt?
Als ob die uns nicht sehen. Und jetzt los. Junge, jetzt. Wenn es möglich ist. Bring sie nach Hause. In der Stadt sind überall Kameras. Sie verfolgen uns, wo wir auch hingehen. Nachts wäre es leichter. Wir hätten mehr Möglichkeiten. Es ist nicht ratsam, das Hauptquartier des Wiesenau-Widerstands tagsüber aufzusuchen. Bis heute hat es keiner versucht. Aber kein Flieger am Himmel. Niemand folgt uns. Vielleicht können wir heute Geschichte schreiben. Unser Plan hat zwei Teile. Wenn alles glatt läuft, sollten wir in einem toten Winkel landen. Seid ihr alle bereit? Nö. Los! Jetzt! Laufen Sie! Das Gute am Regime ist, dass dort nur Idioten am Werk sind. Solange wir in der Gischt bleiben, sieht uns keiner. Und jetzt zu Teil 2, dem Sprung. Sobald wir unter Wasser sind, tauchen sie hinter mir her. Sie dürfen auf gar keinen Fall auftauchen. Hier wimmelt es von Wachen. Wenn sie auftauchen, sind wir tot. Also, nicht zögern. Springen Sie! Oha. So lange die Luft anhalten. Ach, ja, das Ding auf 7. Und rein da. Das 7. Das ist das Schneidzeug. Vor dieser Öffnung noch kein Gitter. Ich war 3 Monate gefangen. Wie blöd kann man sein? Wie könnte ich glauben, dass alles so bleibt? Großartig, wie Sie uns durchgebracht haben, Captain. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Max, ganz langsam. Wow, Kevin, ganz ruhig, das ist Klaus. Er gehört zu uns, er war mal beim Regime, aber er ist jetzt auf unserer Seite. Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen sie einfach leise, hm? Scheiße. B.J. Blazkowicz. Das war ja klar, nur Sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Ma'am. Schön, dass du zurück bist, White. Carolina, Sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann. 3 Wirbel pulverisiert. Und Sie? Schädeltrauma. 10 Zentimeter langes Schrapnell in der Rübe. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt. Septischer Schock. Zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust, Kriegstrauma. 14 Jahre in der Klapsmühle. Schön, Sie zu sehen, William. Tja, und was können Sie tun? Für deine Sammlung, Jay. Wow, bin ich froh, dich zu sehen, Mann. Wie lang war's? 3 Monate, seit sie dich weggeschleppt haben? Hab gedacht, du wärst tot. Viele Leute, die in dem Knast landen, kommen da nie wieder raus. Echt stark. Und du hast ein paar neue mitgebracht. Sogar richtige Verstärkung. Echt cool, Mann. Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich.
Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein Anja. Hören Sie sich durch diese Frequenzen. Wenn etwas London betrifft, notieren Sie die Zeit und schreiben Sie mit, so viel Sie können. Hier sind ein Stift und Papier. Kann ich an die Schreibmaschine? Sie können tippen? Ja, meine Eltern wollten, dass ich es lerne. Ah, bestimmt für Diktate, Rezepte und so. Eigentlich nicht. Es hat mir in meiner Zeit an der Londoner Universität geholfen. Für mein Doktorat in Archäologie. Dann kam der Krieg und ich musste nach Hause. Ich war erst 16. Nun, Doktor, bitte, helfen Sie mir herauszufinden, was dieses verfluchte Regime vorhat. Ja. Okay. Ich kann mir gerade nicht stören. Wir schauen uns mal als erstes ein bisschen rum. Mit dem können wir auch nicht reden. Woher? Ich kenne sie nicht. Und ich brauche keine neuen Freunde. Okay. Mit dem können wir auch nicht reden. Was ist schade. Eine gut sortierte Werkbank. Glaub kaum, dass unser Gitarrenspieler meckert, wenn ich sie mir ausleihe. Eine Rüstung zur Besserung. Das kann nicht schaden. Tja. Ich brauche den Ordner, Captain. Holen Sie ihn mir bitte. Hey, wie okay. Sieht's hier aus? Ja, ich bin ja schon unterwegs, mein Güte. Bin hier gerade im Rebellenversteck angekommen und will mich ja mal halt ein bisschen umgucken. Ich war hier noch nie. Was zu essen könnte ich mir nicht holen. 100 Rüstung, nice. Verschlossen. Max, ich habe überall nachgesehen, aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max has. Okay. Können wir erstmal runtergehen? Na, da kam man wahrscheinlich rein. So, was haben wir hier? Modell freigeschaltet, Blaskovic. Servus. Hey, wegen vorhin, dass ich so auf Sie los bin. Macht der Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterturm. Max! Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterton Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden sie wissen, Caroline meinte, sie hätten den Ordner. Ja. Haben Sie ihn hier? Das war vor zwei Tagen. Aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Pazifisten beim Widerstand. Sehen Sie in Carolines Zimmer nach. Der Ordner müsste in Ihrem Schreibtisch sein. Naja, er ist bestimmt kein Pazifist, aber man hat bestimmt einiges erlebt hier. Schaut euch ihn an. Er hat bestimmt Gründe dafür. Das muss Max Zimmer sein. Nicht, dass Pazifismus keine Gründe hätte, aber ja, ihr versteht schon. Was versteckt Max da drin? Ist das der Ordner zum Projekt Flüsterturm? Brauche entweder eine Brechstange oder einen anderen Weg. Tja. Das ist sein Zimmer, oder was? Ist der Max? Max has. Das ist Max Zimmer. Okay.
Alles klar. Okay, Waffen kann ich hier nicht benutzen. Was tue ich denn bei Kisten? Machst du wegräumen? Okay, da kommen wir nicht längs. Und deine Brechstange. Ich hätte jetzt das Messer benutzt. Ah, hier ein Gedenkschrein für die gefallenen Soldaten des Widerstands. Jetzt haben wir jemanden die Platte geklaut. Brechstange. Es tut so gut, wieder zu Hause zu sein, Captain. Hast du eine Brechstange gesehen? Jetzt muss ich mich erstmal aufs Ohr hauen. Mach dies. Ja. Such dir bei einer Brechstange. Tu es. Eine Brechstange. Oh, ein Messer. Ein Wurfmesser. Ziehen üben. Nice. Aha, geht besser, aber. Bisschen mehr Entfernung. So geht nicht mit mehr Entfernung. Aha. Na, fast. Bisschen höher. Nicht schlecht. Da waren wir unten reich. Einmal ein bisschen träumen. Träume. Seltsame Träume. Ach du Schreck. Töten wird nicht. Ach du Schreck. Dass ich sterbe. Das ist Wolfenstein 1. Ist ja nice. Eine Anspielung an die guten alten. Das gute, das der allererste Pixel-artige Stil. Wolfenstein 1. Ist das großartig. Schlecht. Keine Munition mehr. Was soll das gehen ohne Munition? Okay, Waffen haben wir keine. Finde ich großartig.
kleine Gimmick hier. Das können wir nur einmal machen. Sehr schade. Kleines Gimmick. Wolfenstein 1. Okay, fehlt mir.